Wir sollen den Anteil von einem gemeinen Bruch bestimmen. Das heißt hier im Beispiel ein Viertel von 5 Sechstel. Zur Erinnerung, wir wissen schon, wie es funktioniert, einen Anteil von einer natürlichen Zahl zu bestimmen. Dafür schauen wir uns den Bruch an und wissen, der Nenner gibt an, in wie viele Teile das Ganze zerlegt wird. Das Ganze sind in diesem Fall die 56. Und diese 56 werden in 7 Teile zerlegt. Das heißt, ich teile durch 7 und da komme ich raus bei 8. Jetzt schauen wir uns den Zähler an und der Zähler gibt an, wie viele Teile denn genommen werden. Die Angabe ist 3, also werden 3 Teile genommen. Von diesen 8, also 3 Stück, dann bei 8 mal 3 und das ist 24. Und damit wissen wir, 3 Siebtel von 56, das sind 24. Soweit der Anteil von einer natürlichen Zahl. Wir schauen uns an, wie das Ganze funktioniert, wenn ich den Anteil von einem gemeinen Bruch bestimmen möchte. Und dafür veranschaulichen wir uns das. Wir wissen, 5 Sechstel. Das Interessante an der ganzen Geschichte oder das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, wir haben jetzt schon einen Teil von einem Ganzen. Nämlich, wenn wir das Ganze in 6 Teile teilen und davon 5 nehmen, haben wir die 5 Sechstel. Und das ist hier die grün gefärbte Fläche von dem Ganzen. Jetzt wollen wir von dieser Fläche ein Viertel haben. Und um das uns vernünftig vorstellen zu können, betrachten wir mal nur diese 5 Sechstel separat. Wir wissen, der Nenner gibt an, in wie viele Teile das Ganze zerlegt wird. Also in 4 Teile. Jetzt ist unser Ganzes diese 5 Sechstel. Die werden in 4 gleich große Teile zerteilt. Und das habe ich auf der Rückseite so vorbereitet, dass wir sehen, gut, wir können das am besten so hier teilen, in 4 gleich große Teile. Heißt also 1, 2, 3, 4. Und davon wollen wir jetzt einen nehmen. Und diesen einen färbe ich jetzt mit einer weiteren Farbe, sodass der dann so aussieht. Jetzt haben wir hier das eine Viertel von den 5 Sechsteln markiert. Wir beziehen das jetzt noch auf unsere Gesamtfläche. Wir wissen, das sind die 5 Sechstel. Wenn ich bei diesen 5 Sechstel die gleiche Einteilung in Viertel vornehme, dann sieht das Ganze so hier aus. Und wir betrachten jetzt nur dieses eine Viertel von den 5 Sechstel. Und um das sinnvoll betrachten zu können, habe ich das jetzt hier abgetrennt. Also, das, was jetzt hier liegt, sind das eine Viertel von den 5 Sechstel. Und wir schauen uns jetzt an, wie viel das ist. Das sind die 5 Sechstel, das ist das eine Viertel von den 5 Sechstel, also die rot markierte Fläche. Und jetzt überlegen wir uns anhand dieser Darstellung, welcher Anteil das denn von einem ist, von einem Ganzen ist. Wir sehen jetzt, dass dieses Ganze, also dieser eine Zettel, in insgesamt 24 Felder eingeteilt ist. Und von diesen 24 Feldern sind 5 markiert. Heißt also, in 24 Teile geteilt, bedeutet der Bruch sind 24. Und von diesen 24 Feldern sind 5 markiert und damit haben wir hier den Bruch 5 24. Und so habe ich anschaulich bestimmt, dass ein Viertel von 5 Sechstel 5 24 sind. Das heißt, das Rote hier unten ein Viertel von 5 Sechstel. Wir versuchen das auf eine Rechenoperation zu übertragen und schauen uns an, wenn ich jetzt ein Viertel, 5 Sechstel und die 5 24stel habe, wie komme ich von hier mit irgendeiner Rechenoperation nach hier? Und dann schaue ich mir das an, gut, 1, 5, 5, 4, 6, 24, ich kann also sagen, 1 mal 5 sind 5, 4 mal 6 sind wir bei 24. Und genau so funktioniert diese Geschichte. Und das ist die Multiplikation von gemeinen Brüchen. Das heißt also, ich kann entweder den Anteil von einem Bruch bestimmen oder ich kann diese beiden Brüche miteinander multiplizieren und komme so auf den Anteil eines Anteils.